Ja, hallo, hier ist die Katrin von Amazona zusammen mit Bernd Kistenmacher heute und Peter Grande, ganz persönlich. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, hier bei der Superboost. Wie geht's dir denn? Mir geht's blendend. Also jetzt ist wieder Superboost-Zeit, 20 Jahre werden hier gefeiert, die große Party läuft eigentlich schon und Wetter ist gut. Also ich bin total positiv hier und konnte auch gar nicht abwarten, dass es endlich wieder losgeht. Ah, das freut mich. Wo kann man dich denn hier am öftesten sehen bei der Superboost? Also mich sieht man diesmal als Mann mit der Kamera, weil ich für meinen eigenen Vlog auf YouTube, Freak Out Your Sint, Videos schieße und sozusagen in meiner zweiten Funktion ja normalerweise auch Tester für Amazona eben jetzt auch ein paar Berichtchen mache über neue Synthesizer und so eine Sachen, also Elektronik, was hier alles eben irgendwie vorgestellt wird und das für meinen Videokanal aufbaue. Da würde ich mal gerne zwischenhaken. Ja. Dein Videokanal, du machst es ungefähr ein Jahr lang und immer sehr, sehr ausführliche Videos. Ja. Und wie kommt es an so in der YouTube-Welt? Also ich sage mal so, ich bin totaler Anfänger, musste mir auch sehr viel selbst beibringen und bin ständig noch am Lernen, wie man was verbessern kann. Kompakter werden ist sicherlich ein Auftrag, den ich mir selber aufs Heft schreiben muss. Aber ich denke, den Leuten gefällt es. Also ich habe bis jetzt eigentlich wenig negative Reaktionen erfahren. Die Abonnentenzahl nimmt zu. Ich hoffe, die nimmt noch viel mehr zu. Und ich mache ja dann auch Videos zu Hause bei mir in meinem Studio und stelle dann schon mal Instrumente ein bisschen genauer vor, ein bisschen ausführlicher. Und ich glaube, das ist ein Format, was durchaus ankommt. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige auf der Welt, der sowas sind macht. Sind es Schwerpunkte, die du da hast? Also bist du mehr, was weiß ich, auf alten Vintage-Synthesizern, die du dort vorstellst? Im Grunde genommen oder? Schon, weil die großen alten Kisten sind natürlich schon meine Welt. So, das ist ja die Welt, wo ich herkomme. Ein echter Hardware-Synthesizer wird mir immer mehr liegen als Software, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber man kann natürlich auch viel mehr zeigen und mehr tun und demonstrieren und so weiter. Deswegen ja, sind schon die großen Schiffe, wenn es geht, aber auch kleine Schiffchen, wenn sie gut sind. Wie kamst du denn eigentlich zur Musik? Ich meine, du hast jetzt schon von den 70ern irgendwie geredet vorhin. Das ist ja schon eine ganze Weile. Erzähl doch mal. Naja, ich bin 1960 auf die Welt gekommen in West-Berlin, also ein echtes Mauerkind und hatte im Grunde genommen einen sehr frühen Einfluss oder Kontakt mit der damals üblichen psychedelischen Rockmusik, mit experimentellen Sounds. Auch die amerikanische Popmusik fing damals an, experimenteller zu werden. Man hörte mal Echos und sowas. Und das waren immer Sounds, die mir immer irgendwie schon auch als Zehnjähriger im Kopf rumschwirrten. Und dann ging es auch los im Berliner Radio mit Spezialradiosendungen, wo so eine Musik ausführlicher vorgestellt wurde. Da lernte man dann eben doch schnell mal einen Vangelis kennen oder Aphrodite Child oder eben irgendwelche Rockmusiker, die sehr experimentell elektronisch arbeiten, damals Pink Floyd und sowas. Und dann kam... Warst du mit denen dann auch auf der Bühne? Nee, die hast du nur gehört? Nee, nur gehört. Das war jetzt nur sozusagen die Hörerfahrung, die ich gemacht habe, die mich geprägt hat. Ja. Und dann kamen irgendwann Sounds hoch, die ich so noch nie gehört hatte. Und um die Geschichte kurz zu machen, es hat einige Jahre gedauert, bis ich dann verstanden habe, dass das von Musikern wie Tangent Dream und Klaus Schulze kam. Und dass das Berliner waren, habe ich dann auch erst viel später verstanden. Das habe ich eigentlich erst so als 14-, 15-Jähriger verstanden. Und dann fiel mir das eigentlich wie Schuppen von den Augen, dass diese wahnsinnige, noch niemals zuvor gehörte Musik von Leuten kam, die bei mir eigentlich um die Ecke gewohnt haben. Du hast ja dann mit Klaus Schulze sogar live auf der Bühne gestanden. Genau, es war viel später. Ich hatte dann 1980 angefangen, selber Musik zu machen, 1986 mein erstes Album produziert. Und es ging ganz gut, glaube ich, in der Szene rum. Headvisions hieß es und heißt es immer noch. Und das war dann so, dass auch Klaus Schulze davon gehört hat. Und irgendwann mal auch irgendwie die Frage gestellt hat, na, wann habe ich denn diese Musik gemacht? Weil das war ein totales Referenzalbum, was ich ihm gewidmet hatte. Er war mein großer Held, weil Schulze hat mich von Anfang an geprägt. Er war der Mann, der einen riesen Maschinenpark alleine bediente und 3 Stunden abfahren konnte auf der Bühne ohne... Ja, das war schon ein herber Verlust, als der jetzt gestorben ist. Genau. Und deswegen, wie gesagt, um die Geschichte noch kurz zu erzählen, wir waren dann 1989 zum ersten Mal im August, 3 Monate bevor die Mauer fiel, zusammen auf einem Festival, Elektronikfestival in der DDR in Dresden. Und da habe ich ihn auch das erste Mal persönlich kennengelernt und wir hatten eine ganz gute Zeit. Ich wusste, dass er sehr schwer krank war. Das wussten ja alle eigentlich, die sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt haben. Aber wenn es dann tatsächlich passiert, haut einen das schon um. Und, jetzt hast du ja über diese Pionierzeit Berliner Schule ein sehr umfangreiches Werk, ein Buch geschrieben. Ja. Wie kam es dazu?
Es kam eigentlich aus einer gewissen, naja, Kontrahaltung. Also mich hat es immer geärgert, dass wenn von elektronischer Musik aus Deutschland die Rede ist, immer gerne über Kraftwerk, wohlverdientermaßen natürlich, aber eben ziemlich ausschließlich und die ganze Düsseldorfer Szene gesprochen wird. Aber logischerweise für mich aus meiner Sicht sind na mindestens genauso bedeutsame, wenn nicht vielleicht sogar bedeutendere Dinge in Berlin passiert. Und weil diese Musik einfach auch hier erfunden worden ist, die eben Berliner Schule für elektronische Musik heißt. Und darüber ist eigentlich nie ein gutes Wort oder überhaupt ein Wort verloren worden. Und das hat mich dann doch Also du meinst, weil eben Kraftwerk so stark fokussiert hat? Genau. Genau. Und die Stimmen wurden immer leiser. Man hat es ja auch gemerkt, als Edgar Fröse, also der Chef von Tangent Dream, 2015 verstorben ist, dann waren das nur Randnotizen in der Presse. Man musste erst international mal schauen, ob die Washington Post oder was auch immer was berichtet. Und dann kamen erst bei uns irgendwie mal so ein paar Reaktionen. Also man hat unsere Musik im Grunde genommen nie richtig wertgeschätzt im eigenen Land. Und das hat mich einfach wütend gemacht und dachte, da musst du jetzt mal die Geschichte aufschreiben. Und wie umfangreich ist das jetzt geworden? Das ist wirklich 900 Seiten geworden, weil ich auch, es ist kein, man muss es so verstehen, es ist kein Buch über Klaus Schulze, es ist kein Buch über Tangent Dream, aber es ist ein Buch mit ihnen. Wie heißt das Buch? Das heißt Ferne Ziele. Das heißt ferne Ziele, weil auch so eine kleine Erinnerung an das, was 1989 passiert ist, das Stück, was die Leute von mir damals am meisten gemocht haben, hieß ferne Ziele. Das war eben so auch, weil die Geschichte für mich persönlich 1989 mit dem Fall der Mauer endet. Da ist für mich eigentlich auch das Ende der Berliner Schule, weil danach was Neues mit Techno losging. Eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Musik. Also das war dann auch für mich inhaltlich das Ende. Deswegen endet dieses Buch da eigentlich. Aber es gibt so viele Leute in Berlin, die alle mit dem zu tun hatten, was drumherum passiert ist, die den Weg geebnet haben, dass eben Berliner Schule überhaupt möglich war. Es war nicht nur so, dass das irgendwie Edgar Fröse daherkam und sagt, ich kauf mir jetzt mal einen Synthesizer. So, da sind viele Dinge von anderen vorher passiert. Techniker, Ingenieure, Leute im Kunstbereich, eben auch diese ganz wichtige für mich Geschichte von Konrad Latte, den auch keiner kennt, aber der verantwortlich war für die Musikschule in Berlin-Wilmersdorf. Und der hatte seine Eltern in Auschwitz verloren, hätte eigentlich emigrieren können, wollte aber nicht, hat eine Familie in Berlin gegründet, hat ein Orchester hier geleitet, Berliner Barockorchester, war eben für Mittel in Wilmersdorf verantwortlich und hat dann, weil man ihm das angetragen hatte, für junge Leute, weil er wollte, dass das, was er hinter sich hatte, nicht nochmal passiert, hat dann Mittellose gemacht, damit zwei kleine Räume in Berlin-Wilmersdorf auf einem Hinterhof in einer Schule angemietet werden konnten. Und das wurde dann das berühmte Electronic Beat Studio, in dem eben geleitet von dem Schweizer Komponisten Thomas Kessler, aufgebaut. Und dann kamen die Bands an, Agitation Free, Tangent Dream. Der Christoph Franke hatte damals noch Schlagzeug gespielt, der ist dann zu Tangent Dream gegangen. Dann kam Klaus Schulze an, Ashra Tempel waren da, die waren alle da und haben sich da ausgetauscht, haben Studiotechnik kennengelernt, haben gelernt, wie man musikalisch experimentiert. Denen sind neue Musiken, Minimal Music aus Amerika vorgestellt worden, das hatten die vorher noch nie gehört und sind einfach auf diesen Trip gebracht worden. Und ja. Lass uns noch mal ein bisschen auf das Buch zurückkommen. Du schreibst also quasi aus deiner Perspektive die Dinge, die du erlebt hast, oder sind auch sehr viele Dinge in dem Buch, die du recherchiert hast und nicht selbst erlebt hast? Also erstmal ist es ein autobiografischer Teil da drin, okay. Ja, wo ich meine eigene Geschichte, wie ich vom Fan zum aktiven Musiker geworden bin, mit all den kleinen Anekdoten und Ups und Downs, die dazugehören, aufgeschrieben. Und dann aber habe ich mit 35, 36 Leuten Interviews gemacht, die eben also noch leben, Gott sei Dank. Ah. Ja, ja. Und die erzählen ihre Geschichte, wie sie Berlin erlebt haben und wie sie an diese Musik rangekommen sind. Und da sind eben bekannte, aber auch weniger bekannte Namen Voll. Bei, aber eben Leute alle, die irgendwie in diesem Umkreis drin zu tun hatten. Sag mal, und wann wird das Buch erscheinen? Ja, es ist natürlich, die Pandemie hat ja vieles nicht leichter gemacht. Es gab auch so Bemühungen, daraus jetzt schon was werden zu lassen. Es gibt auch im Moment wieder neue Interessenten, über die ich jetzt natürlich nicht reden möchte, aber wo ich eine große Hoffnung habe, dass es klappen könnte. Aber also du suchst nach wie vor einen Verlag. Ich suche nach wie vor einen Verlag, genau. Mhm. Ja, das ist, und Self-Publishing bei 900 Seiten kommt erstmal nicht in Frage. Das wäre die allerletzte Option. Ich habe so viel in meinem Leben self-gepublished. Wäre auch mal schön, wenn mal... Wenn es professioneller... Na genau, ganz genau. Ja,
dann drücken wir dir die Daumen. Danke hoffen, sehr. Dass wir noch sehr viele Videos von dir sehen, dass du noch lang für Amazonas schreibst. Und eine beides tolle sehr Messe gerne. Hier. Ja, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke auch.